So, Hallöchen, herzlich willkommen, da sind wir wieder, ne? Oh, bin ich jetzt erschrocken. Hallo. Ja, fein. Ja, fein. Ja, bist du eine Feine. Ja, ganz ja Feine bist du, so, entschuldige. Herzlich willkommen zurück zu... Alter, zu... The Journey, Robinson, kennst dich aus. Na du, ja fein. Ja komm, da gehen wir mal weiter. Ja, wir sind hier, wir versuchen hier weiter voranzukommen. Beziehungsweise wir müssen dann gleich diesen großen Langhals-Dino irgendwie versuchen wegzubringen. Ich hatte jetzt mal einen Tag Pause, um ehrlich zu sein. Und... ich hoffe, es bringt uns weiter, ein bisschen mal wieder runterkommen. Brennt der? Nee, das ist nur das Licht. Oh, hallo, Hixi. Hixi-Man. Gibt es hier irgendwie welche Tiere noch? Zum Looten? Hier war doch was noch, ne? Alter, Hix, das sind schon... Du sägst ja heute noch gar nichts. Das sind schon imposante Viecher, Alter. Leck mich am Arsch. So. Aber weißt du was? Wir machen jetzt erstmal doch nochmal den Kopf. Weil der doch am schwersten ist. Was siehst du das? Sehr schön. Da ist noch ein Punkt. Jo, jetzt dürfte eigentlich der Rest kein Problem mehr sein. Hier, Fusi. Der ja gern wissen, was der für... Ui, das war aber knapp. Was der für Schuhgrößen hat. So, und der Schwanz noch hier drüben. Irgendwo fehlt hier noch eine, hier, ne? Ach ne, hier noch am Hals. Nein! Nein, das war der letzte. Grutze Dürgen. Grutze Dürgen, das war doch der letzte Punkt. Das war doch der letzte Punkt. Hey, Hixi, hau mal ab da hinten. Nein! Alter, die Viecher, ne? Sind so übelst majestätisch, das glaubst du gar nicht, ey. In VR muss ich sagen, doch richtig, richtig geil. Hey, macht da der Hixi immer Fotos oder was? Man weiß es nicht. So, wir gehen mal darüber. Fehlt hier noch ein Punkt. Hä? Hier fehlt doch noch ein Punkt. X. Bin ich jetzt blöd, habe ich da tatsächlich was übersehen? Hallo Kevin. Dran, Sie hier im Infotarium anzusehen. Ach, redest du auch mal wieder. Da unten! Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Sehr schön, dann nehmen wir noch das Teil mit. Wir gehen aber nochmal darüber. Wir haben ja den Langhals schon gelesen. Deswegen werde ich es jetzt nicht mehr nochmal lesen. So, Mondbaustelle. Komm, weil wir so lustig sind, werde ich es euch nochmal kurz zeigen. Infotarium. Kommunikation, die Mondbaustelle. Haben wir hier schönes Bild von was? Ich lese nochmal doch das immer schon. Schönes Bild von der im Bau befindlichen Esmeralda. Kannst du dir je überlegen, dass es jetzt schon 100 Jahre her ist? Weißt du, und unsere ganze Technologie, die wir heute haben, ist die gleiche wie damals. Weißt du, was ich meine? Was? Ich verstehe überhaupt nichts. Leidest du an Sauerstoffmangel?
Stell dir vor, wie fortschrittlich die Menschheit jetzt ist. Auf der Erde ist es gleich geblieben, aber sie haben sich weiterentwickelt. Seit 100 Jahren. Jo, das war also diese Baustelle. So, hier oben ist nochmal so ein Junge. So ein Skorpion. Bearbeitung läuft. Jo. Alles Roger in Kambodscha. So, wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir hier diesen Dino irgendwie runterbekommen. Wir müssen schauen, dass wir auch hier runterkommen. Eieiei, das ist immer so ein Ding, ne? So, Hixi, Laika. Ja, du kannst da hupfen, ne? Sehr schön. So, was fehlt uns noch hier? Hier fehlt halt noch Strom, ne? Das ist das Problem. Kann ich die Jungs noch machen? Ja, die können die Kammer machen. Exercise brauchen wir nicht. Die haben hier komplett gescannt. Alle mehr brauchen wir nicht. Aber hier ist irgendwo noch so ein Wurm. Alter, ganz ehrlich, das ist der sichere Tod, ne? Wenn du da bist. Der sichere Tod. Du weißt nie, wann er sich aufrichtet. Diese Langhälse sind etwas schreckhaft. Wir brauchen noch Trümmer für eine weitere Brücke. Ganz ruhig, Hixi-Man. Ganz ruhig, Hixi. Scheiße, jetzt habe ich den verpasst. Das sieht groß genug aus, aber der Kerl hier blockiert es. Er muss da weg. Ja, aber wie? Das Problem haben wir ja schon seit gestern, um ehrlich zu sein, seit der gestrigen Folge. Das Problem haben wir ja schon seit der gestrigen Folge herangewandt. Ich gehe mal doch lieber hier nach oben. Auch die Gefahr hin. Dass es mich hier runterhaut und ich hier wieder sterbe, elendig. Ui, guck mal, hier haben wir Froschi. Bearbeitung läuft. Alter, das sind manche Hunde kleiner als der. Leck mich fett. So. Geh mal darüber. Irgendwo fehlt noch einer. Hier sind zwei. Irgendwo fehlt noch Laika, warte mal. Jetzt fällt mir gerade was ein. Wenn ich Laika jetzt brüllen lasse, haut der dann ab oder lacht sich der nur ans? Nämlich Laika ist ja nicht gerade jetzt das größte Viech, wo hier rumrennt, um echt zu sein. Wo ist denn der Punkt noch? Da sind noch welche. Denk dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Ja, ich muss jetzt erstmal schauen. Uiuiui. Wie komme ich hier am besten? Komme ich nicht hin. Ah, Laika. Was macht die? Oh, ich dachte, die fliegt jetzt in den Sumpf neu, ey. Laika, weißt du was? Alter.
Ich habe Angst, dass der mich jetzt zerdrückt, ne? Laika! Komm! Laika! Komm her! Komm zu Papa! Hey, ich lass mir jetzt mal brüllen, Laika! Ja, fein! Komm mal her, brüll mal! Hier, guck mal, Futter! Ja, fein! So, und jetzt, wo du was gekriegt hast, jetzt brüllst du mal, okay? Brüll! Brüll! Funktioniert das? Nee, ne? Wow! Wow! Dass es uns geholfen hat. Wow! 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 Fuck! Wow! Ich dachte, er würde weggehen und wir könnten hinüber. Du denkst doch nicht etwa darüber nach, unter dem Langhals durchzugehen? Wow! Was für eine! Wow! Wow, Wahnsinn! Boah! Wieso rede wow. ich überhaupt? Wow, Wahnsinn! Spiel gespeichert, Wahnsinn! Wie krass! Alter, wie krass, wie der sich erhebt hat! Und hier gleich das nächste! Sorry, dass ich das mache, aber ich mache das so viel wie möglich. Sag deinem Haustier, es soll den Langhals anknochen. Das könnte klappen. Das sagst du jetzt? Ich glaube, ich kann dir helfen. Bei was? Sorry, aber ich muss mich da manchmal konzentrieren, wenn dann... Ja, fein! Robin, sieh mal. Was? X, ich habe jetzt leider keine Zeit für dich. Was ist denn schon wieder? Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Nice! Okay, wir laufen nochmal hier rüber. Boah, krass. Dass die da drin laufen können und dass die nicht ganz versinken drin. Das ist schon krass. Wow, 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 das ist mir zu nah. Ach Gott, oh Gott. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich und für mich persönlich doch auch eine große Ehre, um ehrlich zu sein. Soll ich nochmal brüllen lassen, Hixi, meinst du? Los, brüll! Der lacht sich ans. Robin? Ja? Lass mich dir doch dabei helfen. Oh! Wow! Wow! Boah! Entschuldige, ich bin nur total begeistert, das ist bestimmt das Männle. So. So, aber irgendwie... Jetzt haben wir doch alle. Geil, ne? Hier, Robin. Was? Können wir das jetzt mit Strom machen? Hallo. Ja, fein. Ah, darüber, okay. Weg, Laika. Gesundheit, oh, 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 die Laika, die wird noch krank, oder gemacht. Wie kann ich den nochmal drehen? Hey, Hixi, man. Kann ich den drehen, dass ich da rüberkomme? Muss ich vielleicht doch woanders hin, so?
Nein! 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 Und nun? Das spawnt doch wieder neuer, ne, Hixi? Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Entschuldigung. Was denn? Ja? Nein! Was ist das Ding schon wieder? Alter, das gibt's doch nicht. Nein! Leica, du denkst, ah, dein Papa ist ein Depp, ne? So. Irgendwie. Ja, den kann ich ja leider nicht bewegen. Aber den müssten wir jetzt gut hinbekommen, oder? Alter, das gibt's doch nicht. Passt ja nicht dahin. Der muss doch da rüber passen, oder nicht? Ja, du sagst immer nur hier, Robin. Das ist hier Zentimeterarbeit. Boah, Alter. Eine Higgs-Konstruktionseinheit. Sie wird interessante Daten enthalten. Und oh, war überraschend einfach zu erreichen. Wo? Oh. Wow! Das ist ein Riesending. Unsachgemäßer Gebrauch von DSEF-Eigentum. Higgs-Einheiten haben viele Funktionen, aber Ernährung ist keine davon. Das füge ich sofort hinzu. Ein Teerwurm? Na los, das arme Ding hat es nicht verdient, als Kauknochen zu enden. Besser, wir holen es da raus. Den Teerwurm oder die Higgs-Einheit? Wo ist die Higgs-Einheit, Higgsi? Wo denn? Ich hatte ja vorher so ein Leuchten gesehen gehabt, ne? Aber ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wo das war. Bruder, nochmal. Das juckt den gar nicht, ne? Mal hier runter, ich duck mich da mal, entschuldige. Übrigens, es tut mir leid, wenn wir schon mal hier sind. Das ist vielleicht doch die ersten Folgen, dass ich da zu leise war. Okay, okay, wie... Hier war doch nochmal so ein Wurm, ne? Komm, den Teerwurm, den können wir uns eigentlich jetzt einmal alle durchlesen. Kreaturen. Wo ist er denn? Ach, hier, Teerwurm. So, Größe 1 Meter, es geht eigentlich. Nahrung, Räuber, Lebensraum, Teer, natürlich. Nicht viele Kreaturen können in den Teergruben von Tyson 3 überleben. Aber die dicke, stabile Haut des Teerwurms und eine Reihe von starken Brustflossen helfen ihm im zähen Bitumen des Gruben zu überleben. Der Teerwurm, der sich seine Beute vom Ufer schnappt, kann seine Nahrung mit Hilfe im Teer lebenden Bakterien verdauen. Aber okay. Eine muss er hier leben, ne? Frage ist, wieso kann ich das nehmen, Hixi? So, jetzt gehen wir mal hier hin. Ja, klappt doch ganz gut, muss ich sagen. So, wir nehmen halt das Teil mit.
Den Zerwurm hatten wir ja schon. Können wir den gleich scannen, ne? Schau ich mal, jetzt warte ich mal. Wo war er denn? Mensch, da fehlt er noch. Tja, Würmchen. Eine Blöre, du hast er gemacht. Eine Blöre. Ich frag mich wirklich, wo die Higgs-Einheit ist, ne? Scan erfolgreich. Nice, so. Dann checken wir mal hier noch alles. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie lang. Da ist eine Higgs-Einheit, Higgsi, war das hier? Dann sie dir im Infotarium anzusehen. Ja, ja, ja. Der Felsen da drüben ist höher. Von dort aus müsstest du seinen Kopf erreichen können. Den Kopf von was? Von dem Dino? Die Frage ist halt, ne? Du willst jetzt echt, dass ich zu dem Dino hier nach oben gehe? Immer diese Roboter. Alter! Higgsi! Ich will ja nicht meckern, ne? Aber eine falsche Bewegung, wir sind hier richtig am Arsch, ne? Wow, was haben wir denn hier Hübsches? Da ist nochmal so eine Kröte, die nehmen wir doch mal gepflegt mit. Gut gemacht. Es sind gleich zwei Kröten hier. Wo war denn die Higgs-Einheit, Higgsi? So ist hier kein Strom. Gute Idee. Vielleicht hat er Hunger. Ach, soll man den füttern? Wie geil. Wie geil! Ich guck aber hier doch nochmal. Alter, ist das ein fetter Frosch. Schau mal ganz kurz, Freunde. Ja, 23 Minuten. Wir liegen noch gut in der Zeit eigentlich. Ich schau nur, ob wir. Bearbeitung läuft. Alter, willst du mich verarschen? Hey, wenn wir hier runterstürzen, ne? Oder wenn hier diese Dinger aufgehen, ne? Dann war's da was Falsches da. So. Vor allem, ne? Alter, willst du mich verarschen? Jetzt kommen wir hier gar nicht nach oben. Ui, war das knapp.
Edzettler. Wie komme ich hier rüber, Hicks? Was ist da hinten, Hixi? Shit. Jetzt dürfen wir hier den ganzen Weg anscheinend wieder zurücklaufen. Warte mal ganz kurz. Ich... So. Klettern wir mal hier rüber, oder? Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. So, Hixi, man. Alter Verwalter. Gott sei Dank, jetzt dachte ich schon, ne? Ich muss den also... Was ist das eigentlich? Hier komme ich gar nicht hoch, das ist doof. Ach, kann ich dich füttern? Komm, dich füttern wir jetzt. Wow! 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 Du kriegst eine schwarze Pille, mach dein Gosch auf. Boah, sind die riesig. Scheiße, ich will hier weg. Entschuldige. Oh Gott. Wow, was für ein Viech. Was für ein Viech. Wie kann man dich füttern? Wie kann man den füttern, Hixi? Alter, was für ein geiles Viech, du. Ohne Witz, was für ein geiles Viech. So, wir checken mal hier jetzt alles ab. Hä, irgendwo fehlt noch eine. Gut gemacht. Ja, ich will den restlichen Dino hier noch, ne? Wird bearbeitet. Super. Wie kann ich den füllen? Ich glaube deswegen auch das Schild, oder? Wie kann ich dich füttern? Ich will dich jetzt füttern. Guck mal. Ich habe den Verdacht, dass diese Dinger immer hungrig sind. Findest du vielleicht etwas Appetitlicheres? Laika. Aber der ist ja kein Fleischfresser. Was Appetitlicheres? Ein Frosch? Was sind ja Pflanzenfresser, ne? Was Appetitlicheres?
Das vielleicht. Ich hätte nie gedacht, dass so ein Riesendino so wählerisch ist. Ja, was will der dann fressen? Diese Hitzeinheit hat die gleiche Farbe wie die orangefarbenen Früchte. Meinst du, da gibt es eine Verbindung? Orangefarben? Ich kann dir helfen. Okay, Hixi. Es gibt etwas zu reparieren. Okay, kein Problem. Wow. Ach, der hat die Hitzeinheit gefressen, der Lacke. Wie nice. Zwei haben wir bis jetzt. Zehn. Dann haben wir hier noch. Dann haben wir hier noch. Boah, Junge. Okay, wir machen nochmal alles aus hier. Ich finde die Miniatur an sich zu voll geil, ne? Okay, 10. Haben wir hier logischerweise 10. Dann haben wir hier 5. Okay, das ist da unten. Der Dino ist rückt mir hier doch ein bisschen zu sehr auf die Pelle, um ehrlich zu sein. Wir checken hier mal ab. 28,5. So, warte mal. Wir haben hier 10. Haben wir hier noch 10? Dann haben wir hier 10. Was ist jetzt passiert? Hier haben wir 5. So, oder wir machen so. Alter. 7 fehlen da noch. Ah, 16,2. Wie cool das bin ich, ne? Warte mal, hier. Boah. Also mal in aller Ruhe. Wir haben hier 10. Dann wenn wir hier machen, wieso haben wir dann hier 5? Ach, weil es gesplittet wird. Okay. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier mal die volle 10. Gehen da rüber. Haben wir hier 35. Sehr schön. Passt es? Alter, schon krass, ne? Wow, alter Schwede. Übel. So, wir sind aber hier noch.
Was ist das so? Nett, ne? Stapelumwandlung. Wir müssen die Dinger dem füttern, ne, oder? Okay, Kollege, wisst ihr was? Dann machen wir hier eine kleine Aufnahmepause. Sehen uns dann wieder morgen. Zu Rise of the Tomb Raider. Zu, natürlich, Na, jetzt fällt mir verdammt der Name nicht ein. Ach ja, zu, wie heißt es denn? Robinson the Journey, tut mir leid. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye. Bis morgen mit dem Dino hier. Der die Higgs-Einheit gefressen hat und ja, macht's gut. Servus, euer Franconia.